Jetzt machen wir es noch einmal rückwärts. Und zwar siehst du, dass hier jemand schon zwei deckungsgleiche Vierecke aufgetragen hat. Und wir gehen mal davon aus, dass hier eine Parallelverschiebung vorgenommen worden ist. Also eine Verschiebung, eine Translation. Und was wir jetzt rausfinden wollen, um was das verschoben worden ist, das Bild. Okay, gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier die beiden Vierecke und erstmal müssen wir uns klar machen, welches ist denn wohl das Original? Also wenn hier die Punkte alle ohne Strich stehen und hier die alle Punkte mit Strich stehen, dann würde ich sagen, ist das blaue Viereck unser Original. Deshalb, unsere Verschiebung findet also statt, wenn wir uns jetzt mal irgendeinen Punkt schnappen, zum Beispiel B, geht von B zu B Strich unser Verschiebefall. Und natürlich auch von A zu A Strich und auch von D zu D Strich und auch von C zu C Strich. Wir können uns das jetzt einfach einzeichnen. Wir können sagen, um von diesem x zu diesem x zu kommen, weil unser b' liegt hier bei 3, müssen wir hier um 1, 2 Schritte nach rechts gehen, richtig? Das hier ist unser x. Wir fangen an bei x gleich, hier ist 1. Und dann gehen wir zu x gleich 3. Ja? b' liegt bei positiv 3. Wir sind also zwei Einheiten nach rechts gegangen, um zu unserem neuen x zu kommen. Das können wir also aufschreiben. In der x-Richtung wurde verschoben um positiv 2. Jetzt gucken wir uns die Strecke entlang der y-Ausrichtung an. Da müssen wir von hier nach hier unten gehen. Und da können wir wieder zählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Wir haben hier unsere y-Ausrichtung. Y startet bei hier oben positiv 4. Dann gehen wir aber um wie viele Schritte nach unten? Um 5 Schritte nach unten. Das heißt, wir kommen an bei y gleich, gucken wir mal, hier bei minus 1. Ja? Unser y wurde also verschoben um negativ 5. Also wenn du das auf einem Koordinatensystem so schön eingetragen hast, dann kann man einfach schön abzählen, sofern denn die Punkte schön auf Kreuzungen liegen, wo es immer ganze Zahlen gibt. Was du aber auch machen kannst, falls es mal nicht der Fall ist, du kannst einfach dir den Punkt aufschreiben. Also hier zum Beispiel haben wir Punkt B. B liegt hier bei x gleich 1 und bei y gleich 4. Und wir verschieben B zu B'. B' liegt bei x gleich 3 und bei y gleich minus 1. Und wenn du dir dann klar machst, dass du ja eigentlich hier von diesem x zu diesem x gehen willst, dann musst du überlegen, wie komme ich von 1 auf 3? Also 1 plus was ist gleich 3? Na klar, 1 plus 2 ist gleich 3. Ja, und das ist diese 2-Verschiebung hier in der x-Ausrichtung. Und dann hast du deinen y-Punkt und überlegst dir auch hier, wie komme ich von 4 auf minus 1? 4 plus was ist gleich minus 1? Und in dem Fall müssen wir sagen, 4 minus 5 ist gleich minus 1. Also 4 minus 5 ist gleich minus 1. Und du siehst, in der y-Verschiebung hat es also stattgefunden um 5 Einheiten nach unten. Also wir gehen 2 Einheiten nach rechts und 5 Einheiten nach unten. Wir können festhalten, die Verschiebung, also die Translation oder die Parallelverschiebung, fand statt um positive 2 und negative 5.